Gemeinsam fliegen die drei Elfenfreunde zur kleinen Insel von Polytheos. Der ausgebuffte Schlangenmann spürt gerade ein schreckliches Magengrummeln. Grundgütiger, ich könnte mir vorstellen, ein kleines Abendessen würde das beseitigen. Hungrig schlängelt Polytheos sich zu seiner Essenskammer. Dort erlebt er jedoch eine böse Überraschung. Seine Transportschildkröte liegt schläfrig neben einem Haufen von Essensresten. Buttercup, was hast du getan? Du hast alles aufgegessen! Unsere ganzen Reserven! Das sollte für Monate reichen! Schuldbewusst spuckt Buttercup ein paar kleine Kristallstücke aus. Und sogar ein paar Dinge, die kein Essen sind. Warte mal, du hast doch nicht etwa... Polytheos schaut schnell nach seinem über alles geliebten Herzkristall. Oh, dank den gnadenvollen Geistern der Habsucht, du hast es nicht. Da meldet sich auch schon wieder Polytheos Magen. Der Hunger setzt ein und nichts ist mehr da. Was hast du dir nur gedacht? Natürlich, du hast nicht mit deinem Kopf, sondern mit deinem üppig gedehnten Bauch gedacht, nicht wahr? Du gefräßiger Nimmersatt mit Panzer! So etwas muss Buttercup sich nicht sagen lassen. Beleidigt trottet sie zum Höhlenausgang. Ach, so ist das. Erst frisst du alles auf und dann benimmst du dich wie eine kleine Primadonna. Gut, da ist die Tür, genau da. Ich werde dich nicht aufhalten. Ja, könntest du dich etwas beeilen? Ich habe dich den ganzen Tag Zeit. Als Buttercup schließlich davonschwimmt, bereut Polytheos bereits, dass er seine treue Gefährtin so beschimpft hat. Inzwischen sind auch die Elfenfreunde auf der Insel gelandet. Neugierig betreten sie die Höhle. Buttercup? Elfen? Was wollt ihr denn? Wir sind gekommen, um über einen Gegenstand aus ihrem Angebot zu sprechen. Willkommen in meinem Heim-Warenlager. Kann ich euch vielleicht was anbieten? Wahrscheinlich habt ihr gar keine Zeit. Ihr seid bestimmt viel zu sehr in Eile für einen Snack. Oder habt ihr vielleicht einen Snack in eurer Tasche? Nein, wir... Mia bemerkt die vielen Essensreste, die überall herumliegen, und wundert sich über den schnurrenden Magen von Polytheos. Nun dann, vielleicht interessiert ihr euch für einen authentischen silbernen Blubato. Ihr könnt ihn haben für nur 30 Goldmünzen. Als Anzahlung. Plus 5 Goldmünzen pro Monat plus Zinsen. Nein, eigentlich suchen wir etwas ganz anderes. Einen Herzkristall. Da entdeckt Yuko eine große Muschel und öffnet sie. Ist er das? Natürlich nicht. Wenn du dir diesen genau ansiehst, wirst du eine kleine Inschrift bemerken. Gargels authentische Glasimitation. Ah, Gargel, ein faszinierend talentierter Troll von der östlichen Inselgruppe. Netter alter Kerl. Gräbt nach Katzenglas in seiner eigenen Mine. So nennt er seine Nasenlöcher. Nein, der Kristall, den ihr sucht, ist viel zu wertvoll, um ihn hier auszustellen. Wie viel wolltet ihr denn verausgaben? Ausgeben?